Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zu 1319. Rohstoff-, Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstäter. Es ist Sonntag, es ist der 27. August 2017 und ein Blick auf die Rohstoffliste. Wir sehen Crude und Brent am stärksten mit plus 0,9 und 0,7%. Silber und Gold, wenn man sich das so auf Tagesschlusskursbasis anschaut, wenig Veränderung, aber es war ein Rollercoaster, auch wenn es am Ende plus 0,6 und plus 0,3 hieß, dann eine ganze Menge nichts und Gas mit minus 1,9%. Der schwächste Rohstoff, die Aussage der letzten Ausgabe bleibt bestehen. Freunde, wenn wir für Sie Ausgaben zur Verfügung stellen, sei es, dass ich ein Video für Sie mache oder sei es zum Beispiel, dass Silvio regelmäßig auf die US-Indizes schaut. Freunde, wir sind keine Finanzmarktanalysten. Wir sagen nicht, also wenn es steigt, dann steigt es und wenn es nicht steigt, ja, dann fällt es und hier ist eine Unterstützung und da ist ein Widerstand. Wir machen klare Aussagen. Wir bleiben short im Leitindex und daran lassen wir uns auch messen. Wenn unsere Aussagen richtig sind, kommen wir raus und sagen, ha, wir haben es wieder richtig gesagt, und wenn es nicht gepasst hat, sagen wir auch, ja, hat nicht gepasst. Genauso wie ich Ihnen zu Silber gesagt habe, warum ich eher glaube, dass der Markt long sein wird und ab wann er long sein wird und wo er nicht mehr drunter fallen soll. Genauso macht das auch Silvio zum Beispiel bei der S&P 500 Analyse oder Tom in seinen Ausgaben zu den Devisen. Gehen Sie auf unsere Homepage www.formationstrader.de, gehen Sie auf alle Asset-Analysen und dort finden Sie nicht nur unsere Ausgaben auf dem YouTube-Kanal, sondern auch auf unserer Homepage. Und falls Sie noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert haben, sollten Sie das jetzt tun, damit Sie keine weiteren Ausgaben verpassen. Was haben wir denn zu Silber besprochen? Bei Silber habe ich Ihnen gesagt, Leute, die Tatsache, dass der Silberpreis hier gerade gekommen, um zu bleiben spielt, dass die Bullen nicht mehr nachhaltig von dieser 17-Dollar-Marke weggehen, erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine bullische Fortsetzung. Wir machen sogar eine Art Bullenflagge über den Stundenchart. Dass die Stange, dass die Flagge. Und das Problem in Anführungszeichen ist eben diese Volatilität. Der Markt geht ein bisschen drunter, versucht den Ausbruch, kommt wieder zurück. Und da habe ich Ihnen gesagt, das muss man bitte wissen. Wenn man hier einen Ausbruch in Richtung 1740, 1750 tätigen möchte, denn wir haben es schon mal versucht und sind schon mal gescheitert. Das heißt, falls diese Flagge ausbreche, dann würden wir Ihnen eine mögliche Widerstandszone traden. Erstens. Zweitens. Bitte sich klar machen, dass bei 17,42, meine ich, warten Sie mal, ich hole mal den Wochenchart rüber. Da. Da haben wir die 200-Wochen-Linie. Und diese 200-Wochen-Linie, die ist so zäh wie Gummi unter der Sohle eines Schuhs. Schauen Sie. Er wird wochenlang um die 200-Wochen-Linie gekämpft. Da wird nochmal um die 200-Wochen-Linie gekämpft. Da sind wir mal drüber, fallen sofort drunter. Da sind wir drüber, kämpfen damit, fallen wieder drunter und scheitern wieder dran. Es wird um die 200-Wochen-Linie gekämpft. Dazu gibt es da oben noch eine trendbegrenzende Linie. Und deswegen wäre dieser Setter über die Stunde, falls wir den Stundenschlusskurs oberhalb der 17,10 bekämen. Und bei aller Volatilität, schauen Sie sich das an, es gibt eben nicht den Stundenschlusskurs oberhalb dieser Widerstandsmarke. Und Sie wollen nicht, wenn FED-Mitglieder und FED-Vorsitzende und EZB-Präsident sprechen, dann irgendeine Pending Order in den Markt stecken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf der einen Seite abgehen und auf der anderen Seite vielleicht zum Beispiel rausfliegen, deutlich größer. Aber schauen Sie sich das mal an. Bei aller Volatilität per Stundenschlusskurs hält der Widerstand, per Stundenschlusskurs hält diese Unterstützung. Ja, wir sind da 2 Cent, 1 Cent, glaube ich, unterhalb dieser Unterstützungszone. Das kommt bei einer hohen Volatilität durchaus. Kommt es dazu, dass wir mal ein bisschen volatil reagieren, aber wir bestätigen das niemals, dass wir da unterhalb dieser 1686 schließen. Und die 20-Tage-Linie, darüber hatten wir gesprochen, ich hatte Ihnen gesagt, beim nächsten Test ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützung hält, deutlich größer. Schauen Sie, das, was ein Trader braucht, ist Sicherheit. Aber die Sicherheit sucht der Trader immer im Außen, in der Analyse eines anderen, darin, dass irgendjemand ihm sagt, dass das definitiv passieren wird. Diese Sicherheit gibt es beim Markt nicht, auch wenn Sie den Spruch schon 100-mal von mir gehört haben, Sie werden ihn noch 1000-mal hören. Sie wollen Garantien, kaufen sich einen Toaster. Und das ist ein Zitat, das ist nicht von mir, sondern das ist von Clint Eastwood. Sie wollen traden?
dann brauchen Sie auch Sicherheit. Diese Sicherheit müssen Sie aber sich selbst geben. Die können Ihnen nicht andere geben. Diese Sicherheit bedeutet, ich weiß, wann ich in den Markt will. Ich weiß, was meine Zielzone ist. Ich weiß, wie viel ich verlieren werde, wenn mein Setup nicht funktioniert. Und ich weiß, dass ich beim nächsten Mal wieder die Fertigkeiten, wieder die Instrumente, wieder die notwendigen systematischen Voraussetzungen habe, um wieder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit etwas auf der Long-Seite zu traden. Und ich kann Ihnen nicht die Sicherheit von außen geben. Aber was unser Mentor-Programm definitiv kann, ist Ihnen diese Instrumente an die Hand zu geben, damit Sie mit der notwendigen inneren Sicherheit traden können. Und weil ich das weiß, weil ich weiß, dass wir das können, sage ich Ihnen immer wieder, kommen Sie zu unserem Mentorprogramm, besuchen Sie unser Seminar. Und wenn Sie dann feststellen, nee, das hat mir nichts gebracht, das hat meine Fertigkeit nicht signifikant verbessert, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Für November haben wir noch einen freien Platz. Sie können sich jetzt für Januar bewerben auf jeden Fall, wenn wir dann unser nächstes Programm machen werden. Wenn wir nochmal auf Silber schauen, wir haben hier im 4-Stunden-Chart auch einen Trendkanal. Tief, höheres Tief, wir kommen wieder ran. Und gleichzeitig, vielleicht kann man das hier noch besser sehen, gibt es hier diese Konsolidierung. Bruch der Konsolidierung, Fortsetzung. Jetzt könnte man sagen, an die obere Trendlinie 1770, ja, wenn nicht, bei 1750 per Wochenschlusskurs. Diese Widerstandsmarke wäre die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung auf der bullischen Seite bleibt bestehen, solange wir nicht per Tagesschlusskurs unter diese 20-Tage-Linie fallen oder per Stundenschlusskurs die Tiefs von Freitag rausnehmen sollten. Wenn wir uns SLV weit anschauen, weltweit größte ETF auf Silber bullish. Oh, Volumen. Okay, wann kam denn das Volumen auf? Ah, okay, kam das Volumen eigentlich im Ausverkauf oder da ganz unten? Schwer zu sagen. Hohes Volumen, ohne dass es höhere Hochs gibt, ohne dass es Ausbrüche gibt. Achtung, jetzt werden Sie sagen, ah, jetzt kommt das schon wieder mit seinem Könnten. Könnte ein Vorsichtszeichen sein. Wofür ein Vorsichtszeichen? Dass wir durchaus noch ein bisschen weiterlaufen können, aber dass dann die Institutionellen eher bereit sind, auf den Knopf zu drücken und eher Gewinne mitzunehmen. Und deswegen mal ganz ohne Trendlinie. Hoch, tief. Machen wir es mal so hoch, tief. So ein bisschen höheres Hoch, aber nicht wirklich signifikant. Tieferes Tief. Tieferes Hoch, tieferes Tief. Immer noch tieferes Hoch. Das heißt, wir laufen in Richtung dieses alten Hochs. Wir laufen in Richtung Widerstände. Hier haben wir durchaus, Sie sehen, hier und hier haben wir das auch schon mit Volumen abverkauft. Und deswegen, ja, kurzfristig Potenzial. Ich persönlich will jetzt hier nicht den großen Ausbruch traden, während der übergeordnete Trend hier gerade noch abwärts gerichtet ist. Wenn wir auf Gold schauen, ein ähnlicher Schnack. Schauen Sie, auch der Goldpreis macht hier immer alle Linien weg. Macht hier das deutlich tiefere Tief. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, der Goldpreis wird die 20-Tage-Linie verteidigen müssen, um dann im Anschluss eine Fortsetzung machen zu können. Wenn wir uns das hier über die Stunde anschauen, hier ist doch durchaus, ist schon eingeblendet, Trendkanal zu sehen. Wir testen unseren Trendkanalbegrenzung und hier oben ist der Kampf um diese 1300er Marke. Der Bruch nach meinem Dafürhalten mit dem Potenzial in Richtung 1315, 1320 zu laufen. Warum eigentlich nicht mehr? Nicht nur, weil hier ein Trendkanal ist, sondern Sie kennen das, wenn Sie meine Ausgaben immer wieder geschaut haben. Unterstützung Juni 2016, Unterstützung Juli 2016, Unterstützung August 2016, Unterstützung September 2016. Boom! Kommt wieder hoch, versucht es im November, scheitert, fällt durch. Das heißt, hier oben 1310, 1315, 1320 ist ein größerer Widerstand. Ich kann da nur für mich sprechen. Wenn es darum geht, in Richtung dieser Zone traden zu wollen, in Richtung der 1400er Marke traden zu wollen,
will ich sehen, dass er das alles mit richtig viel Dynamik und Karacho rausnimmt. Und meistens ist er so, bevor die 1400 anlaufen würde, und das wäre dann das Ziel, kommt er noch einmal zurück. Und deswegen kurzfristig, kann nur für mich sprechen, interessant, da finde ich aber Silber einfacher. Gold, größere Widerstände, in größere Widerstände täte ich keine übergeordneten Ausbrüche. Punkt. Wenn wir uns Brent anschauen, bei Brent ist das so ein bisschen ähnlicher Schnack. Wir haben hier immer wieder tiefere Hochs und wir haben hier immer wieder tiefere Tiefs. Und ich finde den übergeordneten Trend auf jeden Fall noch abwärts gerichtet. Wenn wir uns das Ganze aber hier in einer Stunde anschauen, und lassen Sie uns vielleicht, ich glaube, das ist der Oktoberkontrakt, ja, der aktuell das meiste Volumen hat. Lassen Sie uns bitte hier auf den Oktoberkontrakt schauen. Wir sehen, aber nochmal über den Tag. Sie sehen hier, dass der Markt immer wieder mit dieser 53 Dollar Marke kämpft. Für den Fall, dass es den Bullen gelingt, diese Formation, die aussieht wie eine Bullenflagge, ich zeige es Ihnen einmal. Schauen Sie, wir haben einen übergeordneten Aufwärtstrend im Stundenchart. Im Stundenchart. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, und jetzt kämpfen wir gerade damit. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier 50% Retracement der letzten Aufwärtswelle, dass wir diese Flagge bullisch auflösen und dann in Richtung 54, 55 laufen, aktuell größer. Mit dieser horizontalen Widerstandsmarke. Dadurch, dass der Markt hier diesen übergeordneten Abwärtstrend hat, finde ich, ist ein Trade, den kann man machen, den könnte ich machen. Ich finde, es gibt andere Trades, die mir eine größere Wahrscheinlichkeit geben. Und deswegen bin ich gerade nicht sehr aggressiv, was Brent angeht. Für den Fall, dass der Markt unter diese Zwischentiefs fällt, dann ist es ein Doppelter. Dann sind wir unterhalb der 50-Dollar-Marke. Dann sind wir unterhalb der 20-Wochen-Linie. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann Richtung 47 Dollar laufen werden, deutlich größer. Das muss aber erst passieren. Im Moment nochmal eine Fortsetzung in Richtung 54, 50, 55 Dollar wahrscheinlicher. Mehrfach und vielfach gefordert und am Ende des Tages nicht wirklich ein Rohstoff, aber es wird immer wieder gefragt und deswegen von mir aus sehr gerne Bitcoin. Also, bitte sich klar machen, Bitcoin im Jahre 2015, Anfang 2015 glaube ich, da waren wir noch bei 163 Dollar. Bitcoin in Dollar. Jetzt sind wir auf 4.000 Dollar hochgegangen. Das ist also eine Verzwanzigfachung. Ich kenne mich da viel zu wenig mit der Materie aus, um Ihnen zu sagen, ob jetzt Bitcoins die zukünftigen Zahlungsmittel sein werden oder nicht. Ich kann nur traden. Was ich sehe ist, wir haben einen sehr großen Abstand zur 200-Wochen-Linie. Großer Abstand zur 200-Wochen-Linie bedeutet für mich, auf Tagesbasis additive Ausbrüche auf der Long-Seite will ich nicht traden. Fällt Ihnen was auf, ob es Bitcoin ist, ob es Gold ist, ob es Silber ist, ich mache immer das Gleiche. Erstens. Zweitens. Der Trend ist eindeutig aufwärts gerichtet. Ich sehe hier nichts, was ich short-traden kann. Das Einzige, was ich sehe, vielleicht kann ich Ihnen das mal so über den 4-Stunden-Chart zeigen, entweder ist das hier ein Doppeltop und der Markt muss hier unter diese Unterstützung bei 3.574 fallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese offene Lücke bei 2.830 abarbeiten werden, deutlich größer. Oder der Markt muss hier konsolidieren, um dann einen Ausbruch zu machen für eine Fortsetzung. Dafür bräuchte ich persönlich eine längere Konsolidierung, um das täten zu wollen. Nicht, wenn wir so einen großen Abstand zur 200-Tage-Linie haben. Über den Stundenchart sehe ich hier in dieser Aufwärtsbewegung noch keine Formation, die ich tätigen kann, sondern ich sehe nur, der kommt zum Allzeithoch, scheitert gerade am Allzeithoch. Okay, mehr sehe ich hier nicht. Ich sehe hier über die Stunde immer noch einen Aufwärtstrend. Ich sehe keine Formation, die ich jetzt einzeichnen kann und einzeichnen will. Und deswegen warte ich es ab. Falls Sie sich fragen, worüber wir übrigens Bitcoin, Gold, Brent im kurzfristigen Zeitfenster mit wirklich sehr kleinen Positionen traden und traden können, sind Sie herzlich eingeladen.
uns ebenfalls zu kontaktieren. In diesem Sinne, Freunde, denkt an eine Sache. Wenn ihr gute Trader seid, dann habt ihr Phasen, in denen ihr nicht Gewinne macht, aber euer Depot entwickelt sich trotzdem nicht rückwärts. Zumindest nicht signifikant. Sondern in der Rückwärtsphase macht ihr lauter viele kleine Verluste. Und wenn dann es wieder so ist, dass der Markt optimaler für euer System ist, dann macht ihr deutlich größere Gewinne. Erfolgreiche Trader sind in der Lage, Verluste zu kassieren. Immer wieder ihre Verluste zu kassieren. Zu kassieren, zu kassieren. Und zwar zeitnah. Und zwar mit einem Stop-Loss. Ich weiß, wir sind alle ohnehin Leute, die an die Börse kommen und zusätzlich zu ihrer Arbeit und zu ihrem ganzen Interesse und alles, was sie sonst haben, auch noch traden wollen, das sind Streber. Und ich weiß, dass sie ihre Performance im Blick haben. Ich will ihnen aber sagen, die Performance klappt nur, wenn sie erstmal auf ihr Geld aufpassen. Das heißt, ihre Verteidigung muss stehen. Es bringt ihnen nichts, wenn sie vorne zwei Dinger machen, aber hinten acht kassieren. Und das geht nur, wenn sie auf ihr Geld aufpassen. Und auf ihr Geld aufpassen hat viele Säulen. Eine Säule beim aktiven Handel ist, dass sie mit einem Stop-Loss traden. Und das ist eine sehr wichtige Säule. Also, egal wann sie traden und was sie traden und wo sie es traden, wenn sie mich fragen, traden Sie es bitte immer mit einem Stop-Loss. Last but not least, ich wünsche Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen und Sie sagen, das Video war gut, dann bleiben Sie uns doch gewogen und teilen Sie das mit anderen auf Facebook, in Foren oder mit Freunden oder wo immer Sie es mögen. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.